Das ist genauso wie wenn du ein Volvo 850 hast, so wie ich, oder ein Volvo V70, so wie Horsti. Ist das gleiche Auto eigentlich, aber es ist eine andere Front dran, ein anderes Armaturenbrett und sowas. Aber sonst eigentlich das gleiche. Der TÜV, wieso? Haben beide neue TÜV-Plexi. Das kannst du dir so nicht rechnen. Also beide Fahrzeuge, also pass auf, ich erzähl mal, was ich mit dem Skoda gehabt habe, okay? Mit den beiden Skodas, wenn ich ganz verstanden habe im Verkauf. Also, ich habe zwei Skodas gehabt. Einen, den hellblauen, Rentnerhand, saugepflegt, viele Rechnungen dabei, alles nachvollziehbar, Schönikowski. Und auch sehr sauber von innen und von außen und kaum Kratzer drin. Ne, also ein richtig gefährliches Auto. Der kostete 2.100 Euro. Ne, im Netz. Also habe ich ihn reingesetzt. Total geil. Einziger Manko, der hatte 200 und 1.000 gelaufen. Ne? Aber dafür auch jede Reparatur in diesem ganzen Wagen komplett nachvollziehbar. Der andere war dunkelblau. Der war, wo ich ihn gekriegt habe, war ziemlich verrostet. Haben wir noch geschweißt und sowas und alles gemacht und haben ihn nach schwarz abgesetzt. Dann haben vorne diese Gitter im Grill gefehlt. Und der war innen auch nicht gerade der geflickteste. Also Gordon hat da viel Liebe reingesteckt beim Saugen. Das sah echt wieder ganz cool aus am Ende. Aber er war halt nicht so gut wie der andere. Sieht man halt, welches Auto gepflegter war. Der Wagen hatte aber 151.000 gelaufen. 151.000 Kilometer. Und Alter, die haben mir die Bude eingerannt. Da habe ich Leute hier gehabt, die haben mich richtig beleidigt. Alter, die haben sich in diesem dunkelblauen Skoda, haben die sich gerissen. Ich erzähle mal, was das Phase war. Also guck mal, ich habe das Auto inseriert um 10 Uhr abends. Ne? Weil ich gedacht habe, okay, der melde ich es eh so schnell nicht an. Dann kann ich mal ein, zwei Anfragen schon mal sammeln für den nächsten Tag und sagen, wann ich da bin. Ne? So habe ich überlegt. Auch wirklich in Scheißbildern von unscharf und so was. Ne? Also das war einfach nur Bilder, die ich noch auf dem Handy liegen hatte von der Karre und fertig ist. So, weißt du, die habe ich so nebenbei so gemacht. Also die Kiste reingesetzt, Bildchen reingetüdelt. Morgen kommt keine Sendung im TV. Das ist Quatsch. Neuer, hier Silvester kommt die. Und Neuer, Silvester heißt das Ding ja. 31. Ja, aber war echt schon verrückt. Okay, also die Kiste drin. Dann habe ich erst mal um 10 Uhr abends einen Anruf gekriegt. Ja, hier kann ich mir den Wagen angucken und sowas. Ich sage, ja klar. Ich bin morgen ab 9 Uhr da. 9 Uhr fange ich an zu arbeiten und das läuft. Wenn ich da könnte gucken. Dann habe ich eine Nachricht gekriegt von jemandem. Der hat gesagt, machst du hier, moin, hier, keine Ahnung, hier, ich würde mir den Wagen auch gerne angucken. Ich würde, wäre morgen um 9 Uhr da. Ich sage, ja gut, komm um 9 Uhr vorbei. Ich habe mir gedacht, weißt du, wer zuerst kommt, der mal zuerst. Weil letztendlich ist es ja so, dass mir ist es ja egal, wen ich dieses Auto verkaufe. Hauptsache, ich verkaufe das. Und ich kenne jetzt ja, guck mal vor, ich sage einen anderen Kunden ab, weißt du, der wegen dem Wagen kommt. Und hier... Dafür, weißt du, sag ich mal, dann kommt der andere Kunde, finde ich, abgesagt hat, nicht mehr an, weil er irgendwie über Kleinanzeigenmäßig so nicht kommt. Das heißt, bei mir ist immer der erste Typ, der mir Bargeld auf den Tisch knallt, kriegt die Karre. Fertig. Ne? Es ist so. Ne? Gut, also am nächsten Morgen um 9 Uhr war dann jemand da, hat sich den Wagen angeguckt und hat auch direkt mit seiner Freundin zusammen zugeschlagen. Gleich Geld auf den Tisch, zack, kaufen wir. Preis war nicht verhandelbar, war fest. Aber am Preis haben sie auch tatsächlich auch nichts gemeckert. Der Preis war ja auch fair für das Auto. Wo kriegt ihr für 1,6 eine Karre, die eigenermaßen was taugt, die halt nur optisch ein bisschen burgig ist und halt neue TÜV hat, Alter. Nirgendwo. Schwer wenigstens. Ne? So ist so. Gut. Dann irgendwann, 3 Stunden später, ne? Ich habe den noch drin gelassen, den dunkelblauen Skoda, weil ich mir gedacht habe, okay, vielleicht kommt der Andrea noch. Ne, ich hatte ja keine Telefonnummer von denen, habe mich anonym angerufen. Habe ihn drin gelassen, dann kommt der andere vielleicht noch und dann kann ich ihm vielleicht den anderen Skoda verkaufen. Weil der andere Skoda, der war ja vom Preis her, sage ich mal, vom Zustand besser. Und ich sag mal, der war auch nicht teuer für 2 Scheine, was da drin stand. Gut, natürlich kamen die nicht. Dann habe ich den Wagen irgendwann rausgenommen, war irgendwie 2 Stunden später oder so. Ne? Zack, Knopf gedrückt, Kiste rausgenommen. Stunde später kriege ich einen ganz bösen Anruf. Ey, was soll das, du Idiot? Hast du den Wagen jetzt verkauft? Nee, weißt du, wir haben schon den Transport, wollten wir schon klären und machen, wie das ist und sowas in der Art. Und hier und da und dort. Wieso hast du den Wagen verkauft? Wir wollten ihn noch haben. Habe ich mir gedacht, Alter, was geht mit euch? Erstmal wollten sie irgendwie um 9 Uhr oder so da sein.
oder zwischen 10 Uhr, da war keine Sau da. Ne? Und zweitens hier, ja, Autohandel ist halt so ein Thema für sich. Ne? Als ob ich jetzt den Wagen an einen Kunden, der da ist und das Geld dafür gibt, nicht verkaufe. Wenn die jetzt da gewesen wären, dann sage ich, wir wollen den Wagen haben und hätten mir dann 100 Euro Anzahlung dagelassen für den Wagen oder was in der Art, hätte ich die Kiste da stehen lassen. Ne? Gesagt, okay, Thema erledigt, ist verkauft. Aber was soll ich denn machen, Alter? Da habe ich gedacht, Alter, wollte ich mich jetzt verarschen? Gesagt, ja, war auf jeden Fall nicht im Not Amuse. Und da habe ich dann gesagt, pass auf, du, ich habe noch eine Alternative für dich. Das ist der hellblaue Skoda. Zu dem Zeitpunkt hatte ich auch schon einen Termin für den hellblauen Skoda. Aber der Termin hatte ich eine Telefonnummer, um den abzusagen. Das war so ein Rentner, der war da gewesen, hat sich den Wagen angeguckt, hier aus dem Dorf sogar. Ey, Patti, Alter, 20 Mark, Mann, dir auf Vorwand, danke dir, Alter, ne? Pass auf, dann war das Ding halt, war das, ja, wie soll ich das machen? Der war hier, der Opi, also heißt Opi, der war also über 80. Der hat gesagt, das ist ein letztes Auto, so er noch fahren will. Ne, wenn er jetzt 2 Jahre hält oder 4 Jahre, er hat eine Garage, meint er, hier aus Friedeburg, dann ist das Thema durch. Dann ist das für ihn durch und das Auto reicht für ihn dann vollkommen aus, ne? Naja, gut. Ich habe gesagt, okay, gut, kannst du haben, das Teil. Komm doch mal vorbei, guckst dir an. Er kam dann vorbei, guckte sich das Ding eigentlich nur 3 Minuten an, hat erzählt, pass auf, ich habe noch einen Corsa B, den würde ich gerne in Zahlung geben, dafür ist auch kein Problem. Corsa B nehmen wir gerne. War nicht so verrostet, das Ding war okay. Aber letztendlich, ja, ich muss auch mit meinem Sohn wiederkommen, sagt er. Ich sage, ja, ich weiß noch nicht, ob ich ihn ihm sagt. Ich muss meinen Sohn, der Sohn entscheidet das am Ende. Ich sage, gut, dann musst du morgen wiederkommen. Ne? Ne, müssen wir gucken. Ne, und dann ist er weg wieder und hat er vielleicht, ne, wie gesagt, ich hatte nur sein Auto präsentiert, sein altes Auto. Ja, dann irgendwann, ich saß zu Hause auf der Couch, das war einer der Abende, wo ich schrauben wollte, ne, also hier in der Halle, und dann klingelte mein Telefon, ruft mich jemand an, ne, so 3 Leute eigentlich auf einmal, also, ah, hier, Max, hier, moin, ich kenne dich wohl nicht, aber hab den Skoda gefunden, ist das zu verkaufen? Ich sag, ja klar, der Herr Blaue, ne? Ja, wir suchen für unsere Omi ein Auto, das wollen wir ihr zu Weihnachten schenken, damit sie damit 2 Jahre da durch die Gegend fahren kann und Thema erledigt. Ich sag, ja, du, wie gesagt, guck dir das Ding an, wann wollt ihr denn kommen? Ja, du, hier, weiß ich nicht, hier, wie ist das morgen? Ich sag, ja, morgen, klar, können wir machen, aber wenn da schon ein anderer Kunde den Wagen haben möchte, ne? Ja, okay, wie wär's mit heute Abend? Ich natürlich war abends ja in der Halle. Ich denke, okay, dann kommt doch rum. Dann guckt ihr mal. Ne? Hatte auch nicht gedacht, dass sie das Auto direkt kaufen, wenn ich ehrlich bin. War jetzt gar nicht mal so mein Gedanke. Dann kamen sie an. Haben gesagt, oh, cooles Teil und hier und da ist was für uns. Ne, für Omis Überraschung und so. Da haben wir das, hab ich noch ein Geschenk und dann auch eine Schleife dazu gegeben. Die habe ich ja selber geschenkt bekommen von meiner Community damals zu der Hebebühnenaktion, weißt du? Und da habe ich jetzt, die habe ich jetzt sozusagen weiter vererbt in die alte Omi. Damit die ein cooles Geschenk kriegt. Ganz lieb und haben das Ding angezahlt den Abend noch, haben den Wagen noch angeguckt, haben noch die Handbremse bemängelt, die war noch ein bisschen, die zog ein bisschen, der Punkt war ein bisschen hoch, habe ich nochmal nachgestellt für den Abend. Erich war auch noch da, also einen lustigen Abend noch gemacht für beide. Und hier, naja, dann war das Thema eigentlich durch mit der Karre. Ich natürlich dann um 8:30 abends dann den alten Mann angerufen und gesagt, pass auf hier, moin, ich hab das Auto jetzt verkauft. Da kam spontan jemand, der musste den Unin haben. Ja, kein Problem, danke, dass Sie angerufen haben und so. Ja, kann ich gerade nicht helfen. Ich habe auch gerade keine Alternative da. Wenn ich was habe, melde ich mich bei euch. Ne? Und dann war das Thema gegessen. Nächsten Morgen, ich hatte die Kinder. Tine musste arbeiten halt. Dann habe ich halt Kinderdienst gehabt. Bin ich in der Gegend getüdelt mit denen. Und dann haben wir halt, ne, dann habe ich den Wagen halt noch ausgeliefert. Und Afterparken sie nach Hause. Die wohnen hier in der Nähe. Ne? Und das Thema war eigentlich durch. Dann war gut. Ne? Ich habe jetzt Auto. Sind zufrieden damit und was willst du mehr? Und der hellblaue Skoda ist auch von dann gezogen. Ne? Aber wie gesagt, das ist das Thema halt. Ne? Die eine Tante, die mich hier, die mich angerufen hat tatsächlich da, was ist so stinkig und sowas, wegen dem dunkelblauen Skoda zum Beispiel, der hat mir erzählt, was hat der andere Skoda? Ja, da hat zu viel gelaufen. Ich sage, die Kilometer machen nichts aus. Und dann so, ja, habe ich hiervon nur gehört. Dieses typische so, ja, du wirst mich doch eh nur bescheißen. Weißt du, so eine Art so ein Händler bist du eh nur bescheißen. Ich denke, ja, okay, das ist gut. Weil der hellblaue war definitiv das bessere Auto. Also beide waren voll fahrbereit, also kann man beide waren zuverlässig, auch der dunkelblaue. Ne? Aber halt hier zustandsmäßig war halt der hellblaue halt mehr Nase ganz weit vorne. Ja, aber so war das Thema. Und so ungefähr lief diese Geschichte mit dem Auto ab. Ey, Tobias, Mann, guten Abend dir, Mann. Ja, aber so nicht anders.
Ja, jetzt bin ich tatsächlich, außer Gurki, Gurki steht ja noch hier in der Halle, warte, kann ich euch zeigen. Da ist er. Da guckt er so vor sich hin. Da. Außer Gurki. Und das Thema Gurki läuft nicht. Ne, hier, warte. Klar läuft der, ne? Weißt du? No problem. Bin ich ausverkauft? Außer natürlich, ich betone, außer natürlich, es klärt sich nach anderweitig jetzt, ne? Also autohandelmäßig, mit dem Passat. Wenn ich den schwarzen Passat das aufeinander kriege, ich habe jetzt den Fahrzeugschein für den Wagen bekommen. Nachteil beim schwarzen Passat, der läuft ja mittlerweile auch wieder rund alles, der räuchert noch ein bisschen wegen dem komischen Sprit da drin. Aber das Thema werde ich jetzt Ihnen auch noch ausmerzen. Aber der hat nach TÜV bis Mai 24. Und das ist steuerlang. 1,5 Jahre TÜV. Total gutes Teil eigentlich. Und fährt auch super. Ne? Hat eigentlich auch keine Mängel so. Außer, dass die ganzen Lautsprecher ausgebaut sind. Aber ich gehe mal davon aus, bei Udo werden da welche liegen. Das Passat-Lautsprecher. In jeder Ecke, glaube ich. Deswegen Jacke wie Hose. Problem ist nur, ich habe Schein bekommen, alles, aber kein TÜV-Bericht. Und glaub mal eine Sache. Ich hasse Autos, wo der TÜV, wo nur ein Stempel im Fahrzeugschein drin ist. Weil wer weiß, wo der herkommt. Da habe ich keinen Bock drauf. Vor allem aus einer Tuning-Bude wie der. Sonst wieder, kann man nicht meckern mit dem Teil. Und haben bin ich eigentlich ganz, ganz zufrieden mit dem Teil. Nur halt, Stempel im Schein ist mir zu strange. Deswegen denke ich mal, werde ich da mal einen sauren Apfel beißen, weil der Zustand ist echt gut. Ich war auch schon unter gewesen. Und hau da mal neu TÜV drauf. Ne? Und wenn er neu TÜV hat, ist das Thema eigentlich auch durch. Also, was soll ich sonst machen? Der Fuzzi hat ihn nicht mehr, den verschlammt. Hab ich schon probiert, tatsächlich. Der ist weg. Der TÜV-Bericht ist weg. Ne? Scheiße. Und das ist meistens immer so eine Spezialgeschichte. Ihr wisst, was ich meine. Auto kommt aus Hamburg und TÜV-Bericht ist weg. Weil der ist halt schon frittertief. Ne? Wer weiß, wir haben hier wieder eine Eintragung aus der Gurke. Aber alles dran neu. Ne? Zahnriemen ist neu. Ne? Ja, der Clio ist aber nicht für mich. Ich muss den Tablette fressen, den Kopfschmerzen. Nee, kannst du nicht aufdrucken lassen. Kannst vergessen. TÜV Süd. Also, habe ich auch gedacht. Weißt du, habe ich auch gedacht. Genau das habe ich auch gedacht. Okay, ja, kein Problem. Fahre ich eben zur Prüfstelle und hole mir das Ding da eben ab. Ich dann also zum TÜV Süd gefahren, in Shortens. Ich sage, moin, du, hier, pass auf. Ich brauche, also was soll ich eine Grafikkarte tauschen lassen? Ich habe eine 3080 Ti, 3090 Ti, ich habe, brauche ich nicht, Alter. Weißt du, das ist das Ding daran. Ne? Dann sagen die, pass auf, das dürfen wir nicht mehr. Wir geben keine TÜV-Berichte mehr raus, sagen sie. Ich dachte, ja, wir müssen das anmelden. Die einzige Möglichkeit wäre, dass man natürlich über den TÜV Süd, weißt du, dann was tüdeln kann, dass die dann den TÜV-Bericht direkt zur Zulassungsstelle schicken und das dann da funktioniert. Ne? Thorsten, Alter, ja, dir auch moin, ne? Weißt Bescheid, auch wenn du jetzt im Meckern bist. Was dein letzter Stream ist, Alter, wenn du wegen sowas rumtüdelst, Alter, ich bin ja am Reden. Was soll ich dir erzählen? Und wenn dir das nicht passt, Alter, dann kennst du das Thema. Kannst du nicht nachbestellen? Ich war doch beim TÜV gewesen, Alter. Ich war doch da gewesen. Die haben mir hier einen Vogel gezeigt. Das geht nicht. Nee, die würden höchstens den TÜV-Bericht unter Verschluss an die Zulassungsstelle wenden. Wie kommt das rüber, wenn ich ein Auto an Kunden verkaufe hier und sage, sehr geehrter Herr Kunde, der Wagen hat TÜV, alles gut. Aber du musst eben sagen, wenn du zum Straßenverkehrsamt fährst, ich muss eben beim TÜV Süd anrufen, damit die das dahin faxen. Als ob die das dann nicht verschlampen werden und das voll der Umstand sein wird. Und da hat natürlich keiner Bock drauf. Und dafür eine Kiste, weißt du, mit 1,5 Jahren TÜV? Nee, ist scheiße. Ist wirklich scheiße. Und du das bei der KÜS hast, rufst du da an oder schreibst du so eine E-Mail dahin, ne? Weißt du, so eine E-Mail, die haben so einen Knopf dafür, zahlst du 10 Euro für, kriegst du den Bericht zugeschickt. Oben die Adresse rausgenommen, Thema erledigt. Durch. Ne? Weißt du? Durch. Thema ist cool. Ja,